Dem Verlierer der Partie, dem droht heute sogar der Absturz auf einen Abstiegsplatz. Die Schwarz-Weißen aus Bregenz gehen leicht favorisiert in dieses erste Ländle-Derby, kommen aber erst in der 16. Minute zur ersten Torchance. Und die wird gleich genutzt. Azo Stojanovic, der Goalgetter der Bregenzer, steht wieder einmal goldrichtig das 1:0 per Kopf. Keine 60 Sekunden später aber Alltag. Weiter Pass auf Neša Čulković. Der bedient Zoran Vujić, ideal, der Ausgleich. Der Torschützenkönig der vergangenen Regionalligasaison, Zoran Vujić mit dem 1:1. Kurz darauf Alltag sogar mit der Chance zur Führung. Čulković an die Querlatte. Die Partie zwar alles andere als unfair, aber dennoch 6 gelbe Karten und hier Torraub von Marco an Eisbacher. Und auch wenn es den Altacher Fans nicht gefällt, rote Karte für Roland Marco. Und mit einem Mann mehr Bregenz natürlich klar überlegen. Zuerst scheitert Stojanovic und dann Friesenbichler nur hauchdünn vorbei. Auch nach der Pause sehen 3.500 Fans Einbahnfußball in Richtung Altacher Tor. Aber die dicksten Chancen wie hier Stojanovic werden kläglich vergeben. Nach diesem Foul gelb-rot für Prates, Alltag in den letzten 20 Minuten nur noch zu 9. Aber Bregenz scheitert am eigenen Unvermögen und muss sich im eigenen Stadion mit einem 1:1 begnügen. Punkteteilung also im vorarlbergerischen Duell.